Jetzt nochmal die Gedanken zu Zukunftsstädten zu bündeln und was die alles ausmachen könnten und wie man Inklusion, Partizipation in ihnen mitdenkt. Auf dem Panel mit mir sind Johanna Engmann, die immer noch Chief Information Officer der Stadt Stockholm ist, Peter Bier, unter anderem Mitgründer der ThingsCon, und Walter Palmenshofer aus dem Beirat vom City Lab in Berlin. Und vielleicht als Eingangsfrage, bis ich meine Notizen gleich auf dem Telefon aufgerufen habe. Was sind für euch Zukunftsstädte und wie tangiert eure Arbeit den Entwurf von Zukunftsstädten? Also warum interessiert euch das Thema? Is that me? For me, the technology is not the most important. It's the citizens and what we can provide for them. So for me, it's also always what's in for them that we are working for, and that is the citizens of Stockholm. Wir arbeiten mit dem ThingsCon relativ auf so einer etwas abstrakteren Ebene, so ein bisschen auf so einer normativen Ebene. Und ich finde, es ist ganz spannend. Ich schließe mich dem voll an, die Technologie ist eigentlich zweitrangig, sollte im Dienste der Gesellschaft stehen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass alles, was von so datengetriebenen Systemen berührt wird, verändert sich im Wesentlichen. Und wir müssen dafür sorgen, dass das passiert auf eine Art, die für Bürger gut funktioniert und nicht nur für die Firmen, die die Technologie verkaufen, und auch nicht nur für die Verwaltung. Also ich bin da eher reingerutscht, und zwar mit dem Hintergrund, dass wir machen halt Open Data oder Policy, dass auf Länderebene dann schwieriger war und sie herausgestellt hat, dass auf Städteebene das leichter geht. Und dann ist halt der Faktor, dass halt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten sein wird und dort halt die Sachen verhandelt werden, oder wenn wir mit Stockholm gesehen hat, dort wird halt die CO2-Reduktion vielleicht einfacher möglich, oder das ist halt der Brennpunkt von dem, wo Sachen sie passieren werden, und da muss man am Puls der Zeit dranbleiben. Wie du gerade schon richtig sagst, es sind Städte ja oft ein Brennpunkt von Innovation, wo man bestimmte Entwicklungen schneller ablesen kann als an anderen Orten, und natürlich irgendwie auch Aushandlungsräume für Selbstbestimmungsmöglichkeiten über Daten. Du bist ja auch Ökonom unter anderem und beschäftigst dich schon lange mit der Art und Weise, wie man Daten verfügbar machen kann. Was glaubst du denn, wie ist die beste Form der Aushandlung zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft und Unternehmen, die in den Städten gerade schon mit technologischen Konzepten sich niedergelassen haben? Sind es Data Trusts, ist es Data Philanthropy? Wie glaubst du, sollte man das regeln? Ich glaube, es bräuchte mal, das kommt zurück auf die Problematik aus meiner Sicht, wenn wir über Technik sprechen, jetzt Open Data ist an sich IT-mäßig ein Schnachthema. Das ist einen halben Tag gefrühstückt. Das braucht ja der Umsetzung. Die Umsetzung ist dann schwieriger, ist aber eigentlich eine politische Frage, die meistens nicht gewollt ist. Wie die Ausverhandlung dann ist, bin da immer relativ schmerzfrei. Mir geht es hauptsächlich immer, dass man in die Richtung geht, dass man mal sagt, es gibt einmal Daten, die aus meiner Sicht zur Verfügung gestellt werden sollte von der Verwaltung, also alles mit Steuergeldern, was nicht personenbezogene Daten sind. Und dann die spannende Frage ist, wie kommt man dazu, dass private Personen, wenn sie wollen, das ist in Deutschland wieder schwieriger mit dem Datenschutz, die Daten auch zur Verfügung stellen können. Und die viel spannende Frage ist dann drittens, wie geht ihr mit um, wenn ich eine Stadt habe, und wir sind ja hier jetzt bei einer offenen Stadt, da gibt es ja das schöne Beispiel, weil vorher waren die Franzbrötchen beim Arne, wir sind in der Früh hierher gegangen, die St. Nikolai-Kirche, und dann ist mir eingefallen, es gibt einen Begriff offener Stadt von der Haager Landgerichtsordnung. Mhm. Und die sagt einfach, offene Stadt ist nicht mehr verteidigbar. Und wir haben ja den Zustand, dass eine Stadt nicht mehr verteidigbar ist, weil man technologisch abhängig ist. Und es hat man politisch das verschlafen, dass man damit umgeht, mit dem technologischen Wandel, wie man große Konzerne nur auf der Steuerebene mal regulieren könnte. Und der nächste Schritt wäre natürlich die Frage, wenn eine große Firma in einer Stadt agiert, wie kann ich die auf der Datenebene regulieren? Und da wäre die Frage, gibt es einen Data Trust, wo dann die Daten zum Beispiel jetzt, Paradebeispiel in Hamburg, wo gerade die Stadt weit voran ist mit den Scooterdaten. Welches öffentliche Interesse besteht daran, dass die Scooterdaten einen Standort weiß, wie viel das gibt, wo die den Gehsteig verstellen und so weiter, wo die dann im langfristig die Frage ausstellen, bringen die was zur CO2-Reduktion dazu, oder steigen die Leute einfach nur von ÖPNVs auf die Scooter um und die Batterien verursachen so viel Nehmerexternalitäten, dass das Ganze wieder Schwachsinn ist. Das ist die Frage, wie man damit umgeht.
Und dann den Bogen noch zurückspannen, diese Offenheit bedarf es auch. Also wenn man eine offene Stadt hat, und die sehe ich auch dann teilweise auch im Diskurs aus diversen Gründen dann auch nicht mehr gegeben, damit man überhaupt sowas ausfahren kann. Also da braucht man halt diese zwei Ansätze, es geht dann zur Senne zurück. Und das ist halt auch immer unbrüchig und teilweise auch schmutzig, und so sind auch die Dialoge dazu, weil es da verschiedene Ansätze gibt. Wie du hast vorher gesagt, dass die Stadt muss nicht alles bringen. Manche Städte sagen, Basisinfrastruktur sollte in der kommunalen Einheit da sein, damit ich dann überhaupt nur ein Gemeinbesitz oder Gemeinwohl habe. Und das geht dann zurück zu den Daten. Vorher hieß es dann, das ist Grundwasser. Wenn man sich jetzt Tendenzen anschaut, wir müssen halt schauen, dass wir das Grundwasser mit Daten nicht verschmutzen. Also da ist Datenschutz sehr wichtig, dass man, wenn man personalisierte Daten in Stadthand oder Verwaltungshand haben, dass man die Benutzerinnen dann auch schützen kann, wenn er mal die Regierung gibt. Und das haben wir jetzt gesehen, von Obama auf Trump ist das relativ blöd ausgegangen. Wir sehen in Hongkong, dass die Demonstranten dort nicht mehr mit der U-Bahn mit elektronischen Bezahlmitteln fahren, weil das halt reale Konsequenzen hat und so weiter. Und das ist der ganze Spannungsbogen, wo man sich dann anschauen muss, wie kann man es datentechnisch abbilden mit einer ökonomischen Verwertbarkeit, weil die Stadt, wenn sie offen ist, auch ein Connection Point ist, und das bedingt halt blöderweise halt auch den Handel oder die Wirtschaft, und die muss man einbinden, weil ohne diesen Wachstum, das wollen vielleicht viele auch nicht hören, der Lebensstandard eine andere Definition hat. Und damit wird das Ganze relativ schnell komplex, noch dazu im Hintergrund, wo die Verwaltungen dafür nicht ausgelegt sind, dass sie überhaupt das leisten können, was sie machen müssten, und dann nicht einmal den Willen dazu haben. Also das ist mein Kritikpunkt. Darum finde ich es auch extrem spannend. Und wenn wir jetzt einfach ein bisschen weiter The Good, The Bad und The Ugly spielen, wir haben es an Stockholm, da scheint es einigermaßen partizipativ und gut gelaufen zu sein, einmal durchdekliniert, wie man smart in Zukunft Städte vielleicht entwickeln könnte. Es gibt allerdings auch viele negative Beispiele. Peter, vielleicht du hast gerade dazu geforscht, kannst du sagen, was sind so die größten Herausforderungen in der Regulation, die demnächst auf uns zukommen in der Technologie, und wo hast du gute Ansätze gesehen, die unterstützenswert sind? Und gerne auch dann die zweite Frage an alle. Der fiese Spoiler vorweg, ich glaube, ich finde weniger positive Beispiele als negative. Stockholm scheint ein Beispiel zu sein, wo es so, schon mal super läuft in dem Bereich. Aber gehen wir zum Beispiel mal zu so mittelgroßen deutschen Städten wie, ich glaube, es war Duisburg, die letztes Jahr ein großes Pilotprojekt mit Huawei gezeichnet haben, ein großer chinesischer Technologiekonzert, der gerade viel in der Debatte steht, wenn es um diese 5G-Einführung geht. Was wir da sehen, ist ein wahnsinniges Ungleichgewicht, was die Größe und die Geschwindigkeit von diesen Unternehmen gegenüber den Stadtverwaltungen angeht. Also wir sehen da einen globalen Konzern, der ein wahnsinniges Tempo vorlegt und auch eine wahnsinnige Marktmacht mitbringt, hochprofessionelles Verkaufsteam hat, und man sieht eine Verwaltung, die überhaupt nicht die Personaldecke hat oder die Kapazitäten wirklich zu beurteilen, was da gerade auf sie zurollt. Und häufig passiert dann erstmal statt einem richtigen Beschaffungsprozess mit Partizipation und so weiter, gibt es dann erstmal ein Pilotprojekt, und ein Pilotprojekt ist häufig so, dass die Firmen einfach erstmal eine Infrastruktur kostenlos bereitstellen, schmeißen vielleicht noch kostenloses WLAN mit dazu oder was anderes, was politisch sehr leicht zu verkaufen ist und sehr gewollt ist, und haben dann aber natürlich erstmal einen Fuß in der Tür, und man hat eine erste Abhängigkeit geschaffen. Und sowas sehe ich gerade hoch und runter, dass gerade die Städte, die nicht wie Stockholm oder wie die Stadt New York oder sowas wirklich die Kapazitäten im Haus haben, zu verstehen, was da technologisch passiert und was da politisch an Abhängigkeiten entsteht, dass die einfach überrannt werden durch diese Pilotprojekte und sich dadurch niemals einen demokratischen Prozess überhaupt, der hat nicht mal so eine Chance, sich zu entwickeln, weil einfach viel zu schnell einfach Fakten geschaffen werden. Und damit müssen wir irgendwie umgehen, mit dieser wahnsinnigen, mit diesem Machtungleichgewicht fast schon, aber auch mit diesen verschiedenen Geschwindigkeiten, wo die Konzerne natürlich einerseits wahnsinniges Tempo vorlegen, Innovationstempo, aber auch was Verkauf und Implementierung angeht, und die auch wahnsinnig, also nahezu endlose finanzielle Ressourcen damit reinschmeißen können, um so einen Verkauf zu machen. Zwischen der Verwaltung, die je nachdem, wo man ist, mal schneller, mal langsamer irgendwie agiert, und zwischen Partizipationsprozessen, die ja auch wirklich Bürger und Bürgerinnen mit einbinden wollen, die aber per Definition längere Zeit brauchen. Und wie geht man mit dieser Spannung um? Und da gibt es auch, glaube ich, keine goldene Lösung. Aber ich glaube, wir müssen das Tempo an Verwaltung und Partizipationsprozessen ausrichten und nicht am Tempo, die das Sales-Team von irgendeinem multinationalen Konzern vorlegt.
Vielleicht ganz passend dazu, ich glaube auch aus dem Umfeld von Francesca Bria gibt es dieses Zitat, man kann, Innovation ist keine Entscheidung, aber wie man sie gestaltet, ist immer eine Entscheidung. Und stimmt, also wie könnte man denn jetzt schnell genug Beteiligungsprozesse so auflegen, dass bevor die letzte Welle der Digitalisierung über uns alle hinweggerollt ist, es ein paar Modellstädte gibt, vielleicht im Zuge dieser Smart City Charta, die aufgelegt ist auf die nächsten 10 Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe. Was müsste jetzt passieren? Soll ich nochmal nachlegen? Wer auch immer möchte. Dann nur noch kurzer Nachsatz. Also Barcelona, wo Francesca Bria, die ein paar Mal erwähnt wurde, die CTO-Rolle hatte, die haben ein Modell wirklich sozusagen popularisiert und mitdefiniert, das sogenannte Barcelona-Modell für Smart Cities, das ganz, ganz explizit auf Openness, also Open Source, Open Data setzt, aber auch auf Partizipation als Basis für alles andere und bevor diese Partizipationsprozesse nicht durch sind. Und passiert da auch nichts weiteres. Und von daher, ich glaube, es ist eine Entscheidung, die jetzt gerade auf der Ebene der Stadtverwaltung also gefallen werden muss, zu sagen, geben wir das Tempo von den Konzernen mit oder geben wir das Tempo von den Bürgern mit oder wie finden wir da unsere lokale Balance, die auch je nach Ort unterschiedlich sein kann. Und es gibt irgendwie einen ganz interessanten Verbund, so einen losen Verbund von Städten, die sich zusammentun, um so, ich sag mal so halbformell Wissen und Best Practices und auch Fehlschläge auszutauschen, um voneinander zu lernen. Die, jetzt muss ich nochmal kurz die Reihenfolge der Wörter benennen, die Cities for Digital Rights Coalition. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Cities for Digital Rights Coalition. So ein loser Verbund, der entstanden ist am Anfang mit Amsterdam, Barcelona und New York und inzwischen aber deutlich mehr Städte beinhaltet, die sich einfach informell austauschen regelmäßig darüber, wie, was funktioniert vor Ort und was funktioniert nicht. Und sozusagen durch im Verbund sozusagen versuchen auch neue quasi Standards mit zu etablieren. Nun gibt es in Deutschland ja auch Gremien wie den IT-Planungsrat. Ich weiß, dass Städte und Gemeinden da zum Beispiel zusammensitzen. Sitzt da denn auch die Zivilgesellschaft? Weißt du was darüber? Also letztes Mal gab es über OGP, Open Government Partnership, gab es dann ein paar Leute, die dort vertreten sind, aber das ist halt keine offizielle Position dann dort, weil die halt nicht von der Verwaltung kommen. Zu Barcelona nur kurz der Einwand. Die haben das deswegen gemacht, wenn Spanien halt die Finanzkrise eine andere Auswirkung gehabt und die haben halt auch Banken gestürmt. Das heißt, das passiert halt in Ländern, wo es keinen Bankensturm nicht gegeben hat, weil die Krise nicht so massiv war, auch nicht den Willen, dass man was verändert. Die sind im Prinzip auch mit einem relativ guten Ansatz aber alleine da und die, so sehr ich das schätze, diese europäische Städtenetzwerk gibt es in der realen Umsetzung nicht. Wir haben das Problem, dass wir maximal eine Stadt in Europa haben, die sich mit AI ansatzweise brauchbar beschäftigt, das ist Amsterdam, die bauen gerade eine Einheit an. Alle anderen Städte, die ich kenne, und da liege ich vielleicht falsch, haben kein adäquates AI-Team. Und da rede ich über 50 Leute, die mindestens Data Scientists aufwärts sind. Also wirklich halt Sachen handhaben können mit einem breiten Spektrum, wo Sozialwissenschaftlerinnen dabei sind, aber wo man sagt, das ist eine AI-Unit, wo man jetzt denkt, das braucht, dann bräuchte ich immer eine Stadt, die sich mit Mobilität skalierbar kümmert, wie Finnland und so weiter. Da gibt's, jede Stadt hat ein ähnliches Problem abzuarbeiten, ab einer gewissen Größe. Und das, was die Digitalisierung ausmachen könnte, wird dann nicht genützt, weil wir nicht einmal offene Daten umsetzen können seit 10 Jahren. Das Thema offene Standards ist nicht am Tablett und das Thema offene Source Code oder Software ist auch noch kein Thema. Das fängt an dann bei, wie Sachen eingekauft werden, wie Verträge gemacht werden, was dann langfristige Forderungen hat. Das gibt es im Moment, ist das noch komplettes Brachland vom Potenzial. Das gehört da geschöpft, alleine in Deutschland mit den Städte- und Gemeindebund. Aber da sind halt dann Akteure drinnen, die halt der Zeit hinterherhinken. Wenn wir letzte Woche war jetzt halt die Formel 1 setzt auf eine offene Hardware. Das muss man sich mal vorstellen, die gehen so sogar weit. Microsoft hat den Wechsel schon hinter sich gebracht. X andere Beispiele und wir reden seit dem Mondfusselig seit Jahrzehnten in gewissen Branchen und machen jedes Mal den gleichen Fehler wieder, Städte, dass man durch kurzfristige Anreizsysteme in Systeme reingehen, wo irgendwer sagt, früher hieß es dann, kauft man IBM und mit IBM ist man sicher, jetzt machen wir dann die nächsten bei Smart City Sachen. Und da zurückkommen zu Huawei, weil die machen halt Abbildung von, oder asiatische größere Städte machen Abbildung, halt ein Digital Twin von allen von der Stadt. Und ich frage mich dann,
ist der dann wirklich so berechenbar, wie die Heilsversprechung ist? Weil ich glaube, dass ab einer gewissen Größe ist so eine Komplexität in der Stadt drinnen, dass dort, wo die Leute eigentlich leben wollen, da kommen wir zurück zur offenen Stadt, das gar nicht so durchorganisierbar ist. Also es ist nicht meine Vorstellung, dass ich von einem Algorithmus, von einer Stadtverwaltung meinen Tagesablauf kriege und alles durchdeterminiert ist. Und dort, wo nämlich die Städte spannend ist, und das ist Berlin zum Beispiel ein Paradebeispiel, wo ja die Verwaltung nicht so toll läuft, aber anscheinend lebt es trotzdem dort gut. Und das ist in dem Sinn jetzt keine richtige Smart City, wo die gesagt wird, wo es Huawei oder Siemens oder wer immer dann sagt, so sollte die Stadt funktionieren. Was mir auch noch bei der Recherche aufgefallen war, in der Cities for Digital Rights Coalition ist offensichtlich auch Toronto dabei. Jedenfalls war es als Beispiel ausgelistet und ich kannte das vorher eigentlich nur von den Sidewalk Labs, die ja eher als Negativbeispiel aufgeführt waren. Von daher glaube ich, ist da auch eine große Komplexität drin, manchmal nicht zu durchschauen, wer jetzt genau in welchen Verbünden organisiert ist und für was. Alle diese Zukunftsstädte, die auf Hochtechnologie beruhen, sind ja relativ zugangshoch, möchte ich sagen, und nicht niedrigschwellig, wenn wir über digitale Infrastrukturen und Digital Literacy sprechen. Man hört so oft die Beispiele vielleicht von der City Library in Helsinki oder Aarhus. Sie haben, glaube ich, vorher am Theater gearbeitet, Frau Engmann. Was kann man denn, also was für Infrastrukturen brauchen Städte und Bürger, um sich auf die Digitalisierung gut vorzubereiten, die ja passiert um sie herum? That's a hard question. I think you can take different roads. In Stockholm, we have almost everything outsourced. I don't have anyone who's writing or coding anything in the office. But we have put a platform. We have centralized everything within the city, all the companies that the city owns, and all our organization operations are centralized, coming to the IT as the platform. And then the different operations built their own systems on top of that, as I said before, but it's based on the same platform. Then we can have control over what's happening. You could also have this everything in-house and working on coding and building your own system, etc. We've done that as well. We have a bad experience from it. We see it's working at other places, but it didn't work for us. But when it's come to digitalization, I think you have to understand what's happening. And we are saying that everything that can be digitalized is going to be digitalized. That's not the same thing that everything that can be digitalized should be digitalized. But if we're not up there and running and knowing what's happening and taking our share, then someone else is going to do that. And that's happening in every other areas. If you're talking about, you could say Trump or anything, but the fake news and the different media coming out, we have that in other sectors that we said, oh, it's too hard. But that doesn't go anymore. People's not going to take that. When it comes to, at least in Sweden, it was like, oh, we can't rate quality for schooling, it's too hard, or for welfare, or for going to a doctor appointment, you can't rate the quality of the doctor. And then someone says, okay, I do that instead. And whatever we can say is that we can do it better than they can, but they took the lead and now they are leading that. So, and that's going to happen with digitalization as well. So we really have to be there up front, and then we have to decide what we are going to own and run and take charge of, and what we're going to let the market decide over and take care of. Because otherwise they're going to take everything. Danke für das Statement. Ein Begegnungsraum ist natürlich heute hier, weswegen das Vorhergesagte auch so interessant ist, dass man wahrscheinlich dafür Labore braucht. Und Walter, du bist in dem Beirat von so einem Labor, wo sich zumindest in der Selbstzuschreibung Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Startups treffen sollen. Wie ist die Geschichte des City Labs und was genau passiert da? Also City Lab ist in Berlin, läuft jetzt seit Sommer, da sind da übrigens die Kollegen von der TSB da, die das dann am Laufen halten, und die Geschichte dazu war, dass es Berlin halt so ist, eine Ankündigung gab, dass es City Lab geben sollte, das dann startete 2013, dann passierte Ewigkeit nichts, und dann gab es mit Boris, ist glaube ich auch im Raum irgendwo, oder habe ihn vorher gesehen, da waren dann Leute einmal für über 1,5 Jahre eine Initiative, wenn die Stadt halt nichts macht, dann nehmen wir halt den Begriff City Lab selber in die Hand und definieren einmal, was ein City Lab sein könnte. Und nachdem der Begriff da mal so gefloatet worden ist und weil es vorher mal die offizielle Ankündigung gab,
alle dann meinten, dass wahrscheinlich, weil das CityLab.Berlin heißt, das offizielle wäre, ist halt da wieder Bewegung reingekommen. Und dann ist das jetzt ein, aus meiner Sicht gibt es das in Deutschland selten, also das andere Beispiel, das erste war aus meinem Wissensstand als Verschwörhaus in Ulm, CityLab, ein offener Raum, wo ich mir sage, was für einen Deutschen schwierig zum Verstehen ist, mit Handschlagqualitäten ohne Verträge Sachen passieren, sei es jetzt Veranstaltungsreihe, die relativ dicht und super sind, wo die Community, Zivilgesellschaft, auch die Wirtschaft reingeht und den Brückenschlag mit den Leuten aus der Verwaltung macht, die Bock drauf haben. Und ich glaube, recht viel mehr kann man als sanftes Tool in dem Bereich fast nicht machen. Und das ist in meiner Sicht auch so eine Art dann Spielwiese, wo man schauen kann, wo kommt es da, wo schlägt es dann nieder. Das wird man dann sehen. Es sind jetzt da ein paar tolle Projekte. Das letzte war jetzt irgendwie mit so einem Baum adaptieren, habe ich am Dienstag gelernt, was relativ süß ist. Das heißt, man hat ein Baumkataster, das ist heute gezeigt worden, und man kann sie dann als Paten vom Baum eintragen und kann den gießen, und der Baum meldet sich, wenn er nicht gegossen wird. Und so macht man halt jetzt mit digitalen Tools, sagen wir mal, Community Building, oder also die Frage, was macht ein Bürger aus und was sind die Pflichten von einem Bürger, wie geht man zurück, wie man dann in einer Stadt, wo man vielleicht jetzt, wie man bei mir hört, Österreicher bin, erst neu ist, auch Teil von dem Kretzel oder von diesem Kiez oder Stadtteil dann wird. Das sind so Prototypen, da geht es dann auch rein, nächste Stufe, wie wird die Verwaltung an sich innovativ, oder wo gibt es dann Leute, was jetzt von dem Code for Germany interessant ist, die Bock drauf haben, dass sie obst in die Verwaltung reingehen. Ich meine, das muss man auch sagen, für einen Hardcore-IT-Crack ist die Verwaltung per se gerade nicht der Spitzenarbeitgeber, außer man hat ein paar Performance-Kriterien. Aber es ist ja von der Struktur her, dass das eine Kritik an der Community, dass nichts schief gehen kann oder darf, kann auch kein Fehler passieren, kann auch nichts passieren. Das heißt, das ist also ein Raum, wo man überhaupt dann den Raum aufmachen kann, damit man diesen Mittelweg gehen kann. Und ich glaube, da kann die CityLab Berlin, muss man schauen, wie sie es entwickeln und wie auch dann die Stadt, ob das ausbaut wird oder nicht, weil aus meiner Sicht die Skalierung noch nicht da ist für Berlin. Also wir reden da vom Budget und von, ich glaube, ihr seid 5 Leute oder so aktuell. Wenn man sich die IT-Probleme alleine anschaut, und da reden wir über Hardcore-IT-Probleme in Berlin, können die das nicht lösen. Dann kommen nur dazu, was sind neue Tools, neue Wege, Partizipation. Ich meine, das ist alles massiver ressourcenbedürftig. Und dann kommt auch dazu, wenn das läuft, hat jetzt die Community, wo in Berlin durch Zufall international relativ viele Civic Tech-Leute abhängen, weil es mal billige Mieten gab, das ist meine Theorie dazu, die dann der Stadt aushelfen, aber das kann halt nicht langfristig so funktionieren. Und diese Integration ist halt dann wichtig. Nun sind all die Positivbeispiele eher freundliche Datenprojekte, die wir machen. Ich würde gerne nochmal das Thema mit euch anfassen. Was passiert denn durch die Datafizierung der Städte für den öffentlichen Raum? Wie entwickelt sich das? Gibt es überhaupt noch unkommerzielle Arten, dann sich in der Stadt in 20, 25, 50 Jahren aufzuhalten? Wie seht ihr die Entwicklung da? I haven't thought about that. Shouldn't we be able to live in the city? I think digitalization can help us to live in the city in a really big way. I think that digitalization can help us to get lesser cars in the city and more efficient public transportations and everything. When we have the self-driving cars, then it's going to be a revolution, especially for the people who can't drive a car today, who can order a car and get anywhere they want, whenever they want, in a totally different way than today. And the self-driven cars are going to be more efficient, not just when it comes to pollution, but how they are working. Because most of the traffic problems we have today is that we people are not really good drivers, because we are stopping, we are looking at our phones, we are talking to someone, so we are not driving in the same speed that we should, and that creates queues and traffic problems and accidents, etc. So I think the digitalization, and you don't have to transport things that you don't need to transport. The good thing with digitalization is that usually you could cut a lot of transportations. The transportation movement you can cut. You don't have to have a paper delivered, like in the mail or anything. So you can have it transported and you can get it delivered in a digital way. So we can be able to cut a lot of transportation, it's going to be less, and the transportation that is left is going to be much more efficient than it is today. Darauf aufbauen würde ich
auch noch mal ein paar Worte noch mal zum öffentlichen Raum sagen direkt, weil ich glaube, in Deutschland haben wir da eine relativ starke Kultur, den öffentlichen Raum öffentlich zu halten. Aber der ist natürlich, das ist nicht überall in der Welt so und es ist einfach eine Frage davon, wie weit man sozusagen da auch, wo man da eine harte Linie zieht, ab wo öffentlicher Raum kommerzialisiert und privatisiert werden darf. Also wenn man da in den angelsächsischen Raum guckt zum Beispiel, sieht es ja ganz, ganz anders aus. Eine große Debatte, die gerade in dem Bereich läuft, ist in Toronto, wo eine Google-Schwesterfirma namens Sidewalk Labs, die finalen Bewerber sind für eine große Ausschreibung, ein ganz neues Stadtgebiet direkt am Wasser zu entwickeln. Und ich muss dazu sagen, Sidewalk Labs hat vieles falsch gemacht, aber zum Inhalt dieser Ausschreibung können sie nichts, daran sind sie unschuldig. Teil dieser Ausschreibung wäre, dass diese Firma quasi den bis jetzt noch öffentlichen Raum privatwirtschaftlich betreibt, komplett. Und wenn man sich diese Bewerbungsunterlagen anschaut, ist da auch nicht mehr die Regel von Public Space, also öffentlichem Raum, sondern Publicly Accessible Space, also von der Öffentlichkeit zugänglichen Raum. Und das ist natürlich ein massiver, massiver Einschritt in jegliche Grundrechte, weil dann gelten da die gleichen Regeln wie in der Shopping Mall, wo keine normale Polizei mehr interagiert, sondern irgendwie irgendeine private Security, was auch tatsächlich Teil der Ausschreibung ist. Dass nicht mehr alle Rechte auf Anonymität im öffentlichen Raum und sowas gegeben sind und Privatsphäre, sondern dass es völlig okay wäre, überall jegliche Art von Überwachung einzubauen und so weiter und so fort. Und es geht natürlich, ehrlich gesagt, gar nicht. Ja? Also um es mal ganz deutlich zu sagen, da muss man irgendwie, wenn wir sagen, öffentlicher Raum ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Und es ist aber natürlich sehr verlockend, für eine Verwaltung, wenn da ein Angebot ist, wirklich viel Geld zu investieren, vielleicht auch Jobs zu schaffen, wirklich ein Innovationsprojekt irgendwo zu machen, was Leuchtturmcharakter hat, zumindest in der Theorie, dann ein bisschen klein beizugeben und zu sagen, naja, gut, okay, das hat so viele positive Auswirkungen, da geben wir den einen Teil für ab, nämlich den öffentlichen Raum und geben den an eine private Firma. Das ist aus meiner Sicht immer total kurzfristig, weil öffentlicher Raum ist was über Generationen hin theoretisch unendlich lange offen bleiben muss. Und sobald man einmal weggegeben hat, ist er weg. Also man kann das nicht einfach verschenken leichtfertig. Und von daher, da lohnt es sich, glaube ich, schon darüber nachzudenken, was sind die Analoge dazu, also im öffentlichen Raum, was sich da verändert, aber auch in anderen Bereichen, wo es einfach manchmal so verlockend ist, zu sagen, okay, wir kriegen jetzt gerade so viel im Austausch, das wird schon irgendwie wert sein, aber dann nicht leichtfertig diese Sachen zu verspielen. Also und so ein typisches Beispiel ist halt einfach, keine Ahnung, wenn gerade das Budget knapp ist in der Verwaltung. Berlin hat zum Beispiel vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder sowas, um einen Haushalt zu stopfen, einen Großteil der Sozialwohnungen verkauft. Jetzt kaufen sie zum x-fachen Preis langsam wieder zurück, aber bis dahin gibt es eine Wohnungsnot. Also das hat mit Smart Cities nichts zu tun, aber es ist das gleiche Problem und also man kann das ja auch nicht voneinander trennen. Beim öffentlichen Raum, das ist ein analoges Problem und das andere ist, da gibt es ja immer einen Anreiz dazu, dass gerade die Politik dann sagt, so je mehr Daten wir haben können, desto besser ist. Und das geht halt in die klare Überwachungsdebatte mit rein. Und da müssen wir halt mal sagen, hey, es gibt halt irgendwo eine Schnittmenge. Was sind die Daten wirklich für Verkehrsbetriebe? Ob sie wissen, ob der Herr Mayer oder der Herr Müller jetzt fährt, das ist egal. Sondern die brauchen jetzt vielleicht für Optimierung die Anzahl der Personen. Das ist dann, wird zum Schluss die Terrorismuskeule geschwungen und damit hat sie das Thema gegessen, wer welche Daten wie viel haben will. Aber da muss man versuchen, gegenzusteuern. Apropos Gegensteuern, Peter hatte auch schon das Stichwort Vergabe genannt. Wie spannend ist denn Vergabe als Instrument, um sich sozusagen gegen bestimmte Entwicklungen zu safeguarden? Wie gut wird das schon genutzt? Und 4 Stichwörter noch. In eurer Sicht sollte man große Firmen stärker regulieren, Anreize zur Datenteilung setzen, kleinere Akteure unterstützen oder eine Kombination aus allem? Also Vergaberecht ist relativ trocken, um nicht zu sagen langweilig, ist aber einer der wichtigsten Hebel. Wird selten angewendet zur Regulierung, ja, die bedarf es und muss man dann einen Schritt weitergehen bei gewissen großen Firmen, die da Monopol haben, braucht es da Zerschlagung. Ich meine, das ist Sache von der EU und die EU hat das auch verschlafen. I must say, I have never thought about that. It's way out of my area to know if it's going to have private companies going to have to share data. So I haven't really thought about that, so I can't say anything.
Ich bin kein Experte, muss ich ganz deutlich sagen, ich bin kein Experte für Vergaberichtlinien und ich bin im Gegensatz zu dir auch kein CIO von einer großen Stadt. Aber ich, von allem, was ich verstehe von Experten, mit denen ich darüber rede, ist tatsächlich so, dass das eine der großen Hebelkräfte ist, die Vergaberichtlinien. Und ich würde sagen, also natürlich muss man die einerseits reformieren für solche technologischen Fragen, weil jetzt gerade sind die sehr, sehr altmodisch und bevorzugen so ein ganz klassisches altes IT-Modell, wo man einmal sich von einem großen Händler ein riesiges Komplettpaket einkauft und dann die nächsten 20 Jahre darunter leidet. Das muss man sicherlich ein bisschen aktualisieren, aber das ist wahrscheinlich machbar. Ich weiß nicht, wie viel daran gearbeitet wird. Ich würde aber ehrlich gesagt da auch mal anregen, da mal ganz kreativ ranzugehen und überlegen, ob man nicht Sachen wie Partizipationsstrukturen zur Voraussetzung macht für eine Vergabe und ein Datenteilen, ein verpflichtendes Datenteilen, wenn was aus öffentlichen Geldern kommt, dass es auch öffentliche Daten erzeugt, direkt in die Vergabe mit reinzuschreiben. Es gibt eine ganz spannende Initiative von so ein paar NGOs, die nennt sich A Shared Vision, ein Vision for Shared Digital Europe, eine Vision für ein geteiltes Europa, die sagen, Europa denkt immer über Digitalisierung nach, vor allem unter der Linse des Marktes. Der Digital Single Market ist das, der Fachbegriff, der in allen EU-Dokumenten auftaucht. Und das heißt, der Markt ist das Erste, nachdem sich alles andere ausrichten muss in der Digitalisierung. Und die schlagen vor, warum setzen wir nicht vier andere Säulen, nämlich eine Stärkung der Commons, also der Allmende oder des Gemeinguts, eine auf verstärkte Dezentralisierung, Empowerment der Bürger und stärkere Institutionen. Der Grundgedanke ist ein einfacher. Wenn man diese Sachen hochzieht und den Markt, die Priorität des Markts ein bisschen senkt, hat man schon mal sichergestellt, dass diese vier Sachen passieren. Und der Markt, um den braucht man sich heute wirklich keine Sorgen machen. Wir sind nicht mehr in den 60ern, 70ern, 80ern. Der Markt, dem geht es heute sehr gut. Er ist so frei, würde er widersprechen. Stark wie noch nie. Okay, bitte. Also Markt alleine, Finanzmarkt, ist in keinem guten Zustand, dann wenn ich mir Breitband in Deutschland anschaue, da vermisse ich den Markt beim Ausbau. Da funktioniert er auch nicht. Ja, funktioniert er nicht, eben Marktversagen. Also da muss ich eigentlich mal einen Markt schaffen, damit ich einen richtigen Marktplatz habe, damit ich es machen kann. Und der Ansatz von Digital Single Market an sich ist okay, weil man damit einmal eine europäische Skalierbarkeit haben könnte für gewisse Sachen, die gerade bei Daten, Normierung oder sei es jetzt Roaming für Europa wichtig ist. Und ich bin da ganz bei dir, dass man Commons und so haben sollte. Nur das ist halt Vergaberecht, das könnten auch die Städte jetzt schon machen ohne Europa, nur macht es halt keiner. Offene Standards, offene Daten einfach fordern. Geht ganz banal, würde halt manche kleinen Städten machen oder Vorreiterbeispiel Barcelona. Die ziehen halt das radikal durch, auch mit dem Hintergedanken, dass wenn sie das machen, stärken sie in Barcelona halt die lokale IT-Szene. Also du machst halt dann die Wertschöpfung, anstatt dass man diese Silicon Valley Techs mit 20% hat, wo man alles abliefert, passiert halt da vor Ort. Das fängt dann an als Beispiel, wenn es um Transporte geht, was Ulm da versucht, dann genossenschaftlich vor Ort halt die Fahrdienste zu organisieren. Oder man könnte als Starter sagen, hey, wenn du bei unser Airbnb oder Uber bist oder wer immer, du bietest den Service an, A, musst du dir an die normale Gesetzgebung halten und B, musst halt die Daten rausrücken. Punktum. Da gibt es ganz klare Hebel und wenn es blöd läuft, dann macht man es halt wie andere Städte, dann setzt man da andere Daumenschrauben an, damit man die bekommt. Weil halt die natürlich, das ist ja Wettlauf, das ist aus meiner Sicht wieder immer unterschätzt, das sind Firmen, die perfekt darauf optimiert sind, auf Biegen und Brechen jeden Millimeter auszunützen mit Gesetzesübertretung. Und dann kommt eine lahmarschige Justizverwaltung, die 5 Jahre braucht, hinten nach, wo der Markt dann wegradiert ist. Und die haben eine Markteroberungsstrategien, die darauf auszielen, den Markt quasi durch Monopolisierung zu zerstören, damit sie ihn einnehmen können. Und wenn das dann passiert ist, dann ist es vorbei. Da brauche ich ja nicht mehr nachregulieren, das geht dann nicht. Das heißt, die müsste mal anfangen, vorher da Barrieren aufbauen. Und da reicht es dann relativ schnell, wenn zum Beispiel Airbnb, wie andere Städte es gemacht hat, wenn das nicht gemeldet wird, dann wird die Wohnung halt mit dem Fire Marshal gesperrt. Das stellst einmal in die Zeitung, keiner vermietet dann eine Wohnung mehr bei Airbnb. Wer weiß, wenn die Wohnung erwischt wird, dann bist du die Wohnung quasi ein Jahr lang, weil die Tür 4 mm zu schmal ist, nicht mehr benutzbar. Das ist ein ganz banaler Hebel, den man ansetzen kann. Und so muss man mit diesen Firmen auch umgehen. Und da fehlt es halt den politischen Willen wieder. Ich meine, das ist bei Steuergerechtigkeit, will mich gar nicht auskotzen. Ich weiß nicht genau, wo der Widerspruch lag, weil ich glaube, wir ziehen da genau im gleichen Strang. Du hast recht, um den Markt muss man sich Sorgen machen, weil er nicht klappt, weil um die Firmen muss man sich keine Sorgen machen. Die finden, ich wollte nur sagen, man braucht sich nicht denken, dass durch
eine stärkere Regulierung in dem Bereich, dass die Firmen massenweise pleite gehen würden. Das wollte ich damit nur sagen. Die Telekom bei dem Breitbandausbau hat es ja verdient, dass pleite gehen würde. Also das ist, das treibt mir wirklich auf die Palme, wenn man ein Industrieland hat wie Deutschland und wenn man sich da die Breitbandzustände anschaut. Und das ist seit ich in Deutschland bin, war es schon ein Witz. Und wie weißt du, dass der Witz schon länger älter ist? Ja. Wir haben schon heute relativ viel über Mobilitätsdaten gesprochen, wenn es jetzt darum geht, auf welchen nächsten spannenden Markt versus andere Märkte kämpfe man sich vorbereitet. Welche Daten sind denn noch spannend? Wo sollte man sich als Verwaltung statt Politik darauf vorbereiten und als nächstes hingucken? Außer Mobilitätsdaten. We are looking into a lot of other data. I think that we could provide with the sensors and AI, and with especially those, we could provide a lot of services for people in their homes that makes them able to stay at home much longer and live a more self-sufficient life and take control over their life. And that data could also be used together with healthcare to get information on how we are doing and what how to prevent certain things to occur in our life and our health. So I think that's a big area if we are looking into having a good life for our citizens. So that's one of the things that we are trying to work together. It's not easy. It's really hard when you come to also GDPR and everything else. But AI is going to be a lot of help for people, I think. And then I think that some of them is going to be done by the private sector and some is going to be done by the public sector. Danke. Weil Frau Engmann relativ bald zum Taxi muss, würde ich gerne noch die Chance geben, für das Publikum Fragen zu stellen. Wenn es Fragen gibt und ich gibt es ein Raummikrofon oder muss ich von der Bühne springen? Es geht beides. Ja. Okay, the translator doesn't hear you because you don't have a microphone. Yeah, so Huawei is taking over the administration. Okay, so. That Huawei is taking over the administration. And then. Also was Peter Birr sagte, fand ich sehr beängstigend, dass Firmen anfangen hier ja doch Demokratien zu unterwandern, zumindest was Deutschland angeht. Ich bin nicht genau informiert, wie Schweden organisiert ist. Ich finde es sehr wichtig, dass Sie eben Chief Information Officer der Stadt Stockholm sind und auch gesagt haben, dort läuft es gut, prima. Wir sind nur organisiert in Bund, Länder und Gemeinden und ich glaube, so wichtig nach unserer deutschen Geschichte es ist, natürlich, wir hatten den Holocaust, wir hatten Nationalsozialismus, in dem Falle ist Digitalisierung eine hoheitliche Aufgabe. Also in dem Fall, genauso wie im Bildungsbereich, bin ich der Meinung, muss es ein Ministerium geben und auch die Bürger sollten Druck machen, vergleichbar mit der Aktion, Klimaaktion von Greta Thunberg, dass Druck gemacht wird, dass dieses Ministerium für Sicherheit in der Informationstechnologie besser ausgestattet wird. Ich habe da ein paar Mal angerufen, war nicht sehr zufrieden, was so den Bürgerschutz angeht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man da demokratische Rechte nicht abgibt, sondern Druck macht und diese hoheitlichen Aufgaben wahrnimmt. Es kann nicht sein, dass jede Kommune dann vor sich hin dümpelt und jeder macht es gerade, wie es gerade passt. Vielleicht sollte man da übers Netz ein bisschen Druck ausüben, dass Bürger auch offen werden für diese Problematik, dass nicht Huawei sagt, wo es lang geht. Das wäre es eigentlich. Kann ich es weitergeben? Gibt es weitere Fragen? Eine Frage in Bezug auf Ihren Vortrag. Sie haben von der Plattform erzählt, die digital ermöglicht, dass Bürger über bestimmte Sachen diskutieren. Die kriegen dann diese Anfragen mehrmals im Jahr. Binden Sie Menschen, die nicht keinen Zugang haben zur digitalen Plattform, binden Sie sie auch ein? Gibt es auch systematische Partizipation, die offline passiert?
It's not a digital platform in that way. They get called up to answer a couple of questions 4 to 8 times a year. And then we are put that together in a digital way. So the question itself is not digitalized, it's over the phone. But that's just one of the ways we're trying to interact with the citizens. We had other ways as well. You can also come up to meeting, open meetings, etc. Ja, sonst noch zu der Frage vor. Das betrifft halt Huawei, das sind ja Chinesen, da gibt es jetzt mehr Wirbel, aber die Geschichte hat man vorher mit einem anderen Player gehabt oder anderen Playern. Und das, was halt eine offene Stadt war, die war es halt nicht mehr zu verteidigen, die Bude ist schon eingrennt. Und das kann man so sehen, als Digital Trafalgar gibt es von Schäbelbusch die schöne Anspielung. Ich meine, da ist, wenn du die Infrastruktur nicht und die Technik nicht hast, dann bist du einfach per se abhängig. Das hätte man mit 2013, mit Snowden ist amtlich. Und da muss man schauen, wie man aus der Nummer wieder rauskommt, falls man rauskommen will. Danke. Ich glaube, da vorne war noch eine Frage. Weniger eine Frage als eher ein Kommentar zu der Abmachung zwischen Huawei und Duisburg. Ich habe gerade mal parallel auf Frag den Staat geguckt, ob da zu finden ist, was denn in dieser Abmachung zwischen Duisburg und Huawei steht. Da gibt es tatsächlich schon eine Anfrage, die jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Schadensersatzforderungen von Huawei gegen die Stadt Duisburg abgelehnt wurde, weil da offensichtlich ein Wettbewerbsvorteil für Mitbewerber von Huawei hervorgehen könnte. Also somit ist das eine nicht sehr offene Abmachung. Also Sie haben da Palantir und glaube ich Hessen war das, wo die hessische Polizei Palantir-Systeme verwendet. Das ist kopfgekatscht. Hier vorne noch, danke. Mhm. Gerade hat ein Immobilienbewertungsportal, glaube ich, ganz gut die Runde gemacht, wo jede Hamburger Immobilie einen, durch irgendeinen Algorithmus einen Preis zugewiesen bekommt. Und durch so Möglichkeiten, die Daten der Stadt offenzulegen, könnten solche Unternehmen ja massiv profitieren, weil die Algorithmen von denen besser wären. Was für Möglichkeiten hat eine Stadt, dass sie Profit aus der Offenlegung ihrer eigenen Daten zieht? Also gibt es da Möglichkeiten? Da würde ich mich jetzt einfach nochmal auf Franziska Brier berufen, die das kürzlich nochmal relativ ausführlich erklärt hat aus ihrer Erfahrung, wenn die Städte ihre eigenen Lizenzen anbieten, wo sie reinschreiben können, es ist zum Beispiel für Privatdaten sind für den Privatgebrauch und für nicht kommerziellen Gebrauch und für Forschungszweck kostenlos, aber für kommerzielle Nutzung kostenpflichtig. Also das kann man einfach selber definieren und dann entsprechend verlangen. Und wenn halt jemand, wenn ein Unternehmen das dann trotzdem nutzt, ohne bezahlen zu wollen, dann machen sie sich halt strafbar durch den Lizenzbruch. Dann kann man das nachfordern. Also das ist, scheint relativ leicht abbildbar zu sein, aber da muss ich mich einfach darauf berufen, dass in Barcelona das wohl funktioniert. Naja, da sind es noch im Prototypenphase. Also es ist technischer, da wurde die Datenlizenz ja relativ komplex. Aber die Fragestellung wäre, und das ist jetzt Mobilitätsdaten ist deswegen spannend, weil das noch handhabbar ist und Verständnis einfacher und jeder weiß, was hat er dann davon. Es gibt relativ, vorher war mit der Datenlizenz Deutschland der Witz, es gibt relativ wenig Beispiele, wo wirklich Geld gemacht wird seitens der Verwaltung mit Datenverkauf. Und die Frage ist, was ist der Gegenwert von dem, wenn gewisse Daten Bürgerinnen, anderen Verwaltungsabteilungen und oder Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird und man quasi eine Infrastruktur, Daten als Infrastruktur hat. Und diese Abwägung ist natürlich dann immer relativ schwierig, dass man nachher dann sagt, hey, da hat irgendwer den goldenen Algorithmus gefunden für Hamburger Immobilienbewertung und verdient es jetzt dumm und deppert, weil er der Erste war oder der Beste. Und wie geht man mit dem, der Wertschöpfung weg von der Stadt ab, versus dem Beispiel, wenn es das gar nicht gegeben hätte, hätte die Stadt vielleicht weniger gemacht. Das relativ tricky ist halt dann, wo es darum geht mit Wettbewerbsrecht oder Regulativen im Nachhinein, Datenlizenzen. Ich plädiere immer, solange es halt keinen krassen Fall gibt, da im Vorhinein einmal schauen, dass man die Daten A mal hat, B zur Verfügung steht intern, weil das passiert auch nicht und dann auch schaut, was passiert dann als Negativbeispiel, dass wenn dann so herkommen würde und die Stadt dann quasi ausnehmen würde mit einem Algorithmus. Ich meine, auf der anderen Seite passiert das schon, aber da gibt es
Gegenmechanismen bei Mobilitätsdaten ist, wer das Ticket dann verkauft. Also wenn Google Verkehrsbetriebe bringen, das immer, die dürfen die Daten nicht rausgeben, weil meine Güte, Google könnte anzeigen, wenn der Bus fährt. Dann gibt es ein schwachsinniges Terrorismusargument, das ist das andere, der Terrorist könnte wissen, wann der Bus fährt. Dann sage ich immer, dein Job ist, dass du von A nach B fahren musst und der Kunde möglichst bequem fährt. Und du sitzt am Ticketing oben. Das heißt, in dem Moment, wo keiner schwarz fährt, was mir auch wurscht ist, aber der Verkauf läuft über dich. Und du kannst froh sein, wenn andere Leute mehr anzeigen, damit jemand von A nach B fahren kann. Und das ist eine komplett andere Denkweise. Und der muss ich mir auch stellen. Und meistens ist es das, wenn es darum geht, um Daten, ist natürlich klar, wenn jeder mehr Nackerpatzel wird, sieht man auch mehr. Und Leute haben halt davor Angst. Aber das ist einfach ein Kulturwandel in dem Sinn, dass man das zulässt. Da hinten? Ja, ich habe ein Beispiel zu diesem Thema. Wir haben eine Wirtschaftsförderung, die erhebt manchmal Daten, also die macht Umfragen über auch lange Zeiten und diese Daten sind cool. Die wollte ich mir holen und visualisieren und mir wurden die verweigert, also obwohl die Wirtschaftsförderung 100% der Stadt gehört, wurde mir das verweigert, weil die sagen, die Stadt hat eine Pflicht, ökonomisch Nutzen aus ihrer Aktivität zu ziehen. Das heißt, sie sagen, die verkaufen die Daten. Ich habe nicht rausgekriegt, wie viel sie dafür kriegen. Ich glaube, es ist verschwindend gering. Aber das Argument war, sie können es nicht offensetzen, weil ja die Stadt die Verpflichtung hat, daraus irgendwie Geld zu machen. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten würde ich das Panel beschließen mit einer Frage an jeden von euch. Wie von hier aus weiter? Was sind die nächsten wichtigen Schritte, die gemacht werden müssten? We're going to do a few steps. We're going to start a project when it comes to information architecture that I told you about. That is really major. We think that if we, when we've done that, Barcelona has that in a center that they're working with, and we think that when we've done that, it's going to take a couple of years, then we could lower our costs done in administrations and having data, etc., with about 150 million euros a year. So it's a lot of money that is costing us that we don't, because we don't have the data sorted. Like now. The other thing is that we have to work with API, we have to work together with other municipalities, we have to sort our data so we can use the data to create the services, because as long as we don't have the data, then we can't create the services, we can't put AI on it, etc., or RPA, or whatever we want to do. So it's a lot of sorting, it's a lot of fundamental works that we still have to do. Der Dialog um digitale Städte in der Zukunft ist jetzt gerade, liegt ja, finde ich, noch ganz stark bei Leuten, die entweder primär mit Technologie arbeiten oder bei den Leuten, die in der Verwaltung arbeiten. Das sind die zwei Hauptgruppen aus meiner Sicht heute. Und ich denke, es wäre wichtig, den Dialog auszuweiten, um viel breitere Gruppen damit einzubeziehen. Also ganz konkret haben wir irgendwie über 50 Jahre Erfahrung mit Stadtforschung. Wir haben eine wahnsinnig lange Geschichte mit Soziologieforschung. Soziologen, Stadtplaner müssen alle viel stärker in diesem Dialog mit drin sein, aber auch Künstler, Bürgerrechtsgruppen aller Art. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Dialog rausholen aus diesen kleinen Nischen, auch wenn er voraussetzungsreich ist, auch wenn es komplexe Themen sind. Wir können diese Diskussion nicht zielführend und nachhaltig führen, wenn wir nicht viel, viel mehr Wissen aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen mit einbeziehen. Ich glaube, man müsste mal bewusst werden, was man eigentlich will in der Zukunft. Und es gibt ja jetzt die Phrase immer mit den drei Modellen, amerikanisches, chinesisches, wo der Staat über alles nimmt, amerikanischen, wo der Markt alles übernimmt und vielleicht ein europäisches Gegenmodell. Falls man das haben möchte, muss man sich jetzt an den Riemen reißen und einmal europäisch skalieren. Das heißt, jetzt in Deutschland braucht er da, Beispiel hier in Hamburg gibt es diese Urban Data Plattform, die relativ gut flutscht, die bräuchte dann einmal ein bundesweites Zusammenarbeiten auf dem Gebiet, sei es jetzt Scooter, ich meine, da hat man ein Beispiel Scooter, sage ich mal, da könnte man die Daten von denen runterziehen, wenn die keinen Markt gemacht haben, und wenn man die mal hat, geht man den nächsten Schritt weiter. Und dann das europäisch in Verbund ausholen zugunsten halt von den Bürgerinnen, damit die dann auch sagen können, hey, in der Stadt lebe ich auch gern, weil die Stadt da meinen Bedürfnissen entspricht.
Letztlich ist das aber ja auch eine Finanzierungsfrage und es wäre sozusagen eine Entscheidung, großes Budget dafür zur Verfügung zu stellen, in diese digitale Souveränität ernsthaft reinzustarten, weil das Internet damals hat ja auch einiges gekostet an Innovationsförderung, sage ich immer gerne dazu. Also es ist ja auch eine Frage, wofür man Steuergelder ausgibt, richtig? Das schon, aber das ist ja die Infrastruktur. Ich meine, Beispiel Berliner Flughafen oder Deutsche Bahn sieht man, wenn Infrastruktur schief geht. Und da muss man sich immer die Frage stellen, was wird dadurch verhindert, wenn Leute nicht mit der Bahn fahren können oder wenn es keinen Breitbandausbau gibt, was bedeutet das für einen Wirtschaftsstandard? Und wir haben halt gerade jetzt da, wenn es um Technik geht, außer SAP gibt es in Europa kein IT-Powerhouse mehr. Das muss man sich mal vorstellen, wenn die ganzen Top-Listen, wer wo welchen Markt hat, Huawei, die haben den Mobilsektor, Nokia war beim Weltmarktführer, weg innerhalb von 15 Jahren. Und dann muss ich dann überlegen, wie geht man damit um, wenn man auf dem Markt spielen will, weil der Markt ist halt einfach brutal. Danke für die Erinnerung daran. Dann bleibt mir eigentlich nichts, als jedem von euch herzlich zu danken, aus eurer Warte nochmal neue Gedankenstränge aufgemacht zu haben, das alles gut abgebunden zu haben, das Publikum abgeholt zu haben und genau, ganz vielen herzlichen Dank und einen großen Applaus an euch. Applaus